Hello, Ladies and Gentlemen. Willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Ich glaube, einen Run mit The Lost. Stimmt's? Dann machen wir heute... Aber wir haben mit Lilith noch nicht Delirium geschafft. Und Hush auch noch nicht. Puh, schwierig, schwierig. Aber wir können es versuchen. Ansonsten gehen wir nach unten. Und mit nach unten... Meine ich natürlich. Ach so, das ist ja gar nicht Tainted Lilith. Mit nach unten meine ich, wir gehen zu Satan. Denn das ist auch noch offen. So. Tears down. Wenn jetzt hier auch Kacke drin ist. Ja. Was soll's. Let's give it a try. Und ansonsten habe ich halt verkackt. Kein wahnsinnig guter Start bisher. Dabei ist sie eigentlich einer der stärkeren Charaktere, wie ihr wisst. Aber da ist es halt einfach auch Glückssache, denn wenn wir kein Batterie-Item finden, vor allem die 9,5 Volt Batterie, dann war es das. Denn ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, dass das nichts wird, dass ich Delirium sicherlich nicht schaffe, wenn ich nur so rumlaufe. Wir haben noch ein halbes Herz. Ist nicht so toll. Okay, wie habe ich das überlebt? Keine Ahnung. Der Curse hier am Anfang ist natürlich auch nicht toll. Aber damit kann man leben, auch wenn wir jetzt keinen Devil Deal bekommen. Mit ihr, obwohl es recht gefährlich ist, sind die Devil Deals meiner Meinung nach sinnvoller, weil ich glaube, wir finden dort viel mehr Begleiter. Als im Angel Deal. Ja, ich sehe schon. Das werde ich neu anfangen. Nicht absichtlich, aber ich denke nicht, dass ich da groß drum herum komme. Ich werde wahrscheinlich gleich getroffen werden. Bisschen unlucky ist es schon, aber nichts, was ich auf das Spiel schieben könnte. Das ist definitiv allein meine Schuld. Das Ding ist halt in den Item Rooms. Kann ich auch nicht wirklich auf die Spacebar-Items zählen. Ja, okay. Das ist es. This is how I die. Ja. Habe ich mir gedacht. Finde ich aber nicht schlimm. Wie gesagt, war für mich eigentlich abzusehen. Kein allzu toller Start. Nichts, was man aber hätte nicht schaffen können. Muss man halt sagen. Ja, ach, es ist so blöd mit diesen Spinnen, die da unten hängen. Das ist so dumm. Ich werde wieder gucken gehen. Lieber riskiere ich es dann einfach zu sterben, weil noch sind wir am Anfang. Wenn ich jetzt verkacke, dann ist es so. Ah, oh, der Flush. Ein gutes Item. Hätte ich eine einzige Bombe gehabt, hätte ich das definitiv jetzt mitgeholt. Und wenn es nur für diesen Raum wäre, wo ich es verwendet hätte. Aber habe ich nicht. Wenn ich natürlich keinen Health-Ups kriege, werde ich trotzdem Angel Deals aufsuchen. Eigentlich sollte ich mit ihr wahrscheinlich nicht unbedingt in die Curse Rooms gehen. Ja. Könnte tatsächlich ziemlich lustig sein. Müssen wir mal gucken, wie sich das verhält. Wenn wir an mehrere von unseren Begleitern kommen. Ich hoffe wirklich, dass wir eine Batterie finden. Dafür würde ich sogar direkt die Maschine, die Donation Machine, sprengen. Sollte ich wieder erwartens jetzt in diesem Shop schon
die Dings finden. Batterie. Ah, das wäre halt super gewesen. Aber wir haben ja noch nicht mal ein Geld gedroppt. Noch nicht mal eins. Ja, okay. Ne? Enough said. Hier ist es ein bisschen glückabhängig, ob ich getroffen werde oder nicht. Dann, was ich sagen wollte, ist, hätte ich die Batterie da gefunden, hätte ich neu gestartet. Weil ich brauche halt wirklich die maximalen Chancen auf diese Batterie. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es ohne die Möglichkeit, meine Pandoras Box aufzuladen, irgendwie machbar ist. Gut, damit gehen wir definitiv die Secret Rooms suchen, richtig. Guter Start. Sehr gut. Das ist sehr gut. Ein Early Steam Sale. Und Tears Up. Okay. Wir haben ja was am Rollen, Jungs. Denkt dran, ich muss mich beeilen. Denn sonst komme ich nicht zu Delirium. Und das ist ja immer so eine Sache. Wenn ich natürlich hier und da mal getroffen werde, ist es nicht schlimm. Wir haben das Combustion-Ding. Wir kriegen einen Begleiter. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. In der Regel ist es gut. Nur wir dürfen uns halt nicht ewig Zeit lassen. Und das ist ein Problem. Ich glaube, das ist, oder das ist ziemlich wahrscheinlich der Grund, warum ich es beim letzten Mal nicht zum Dings geschafft habe. Zu Delirium. 20 Minuten sind eigentlich wirklich genug Zeit, aber es ist halt so ein bisschen auch glücksabhängig, ne? Wie komme ich durch? Wann finde ich welches Item? Ja, das nehme ich jetzt nur mit, weil ich das oben traden kann. Also, mit oben meine ich natürlich den Devil Deal, ne? Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch diskutieren und sagen, hier, wenn du das ganze Health hast, könntest du auch häufiger Damage nehmen. Und das ist richtig. Ein Eternal Heart nehmen wir mit, denn wir haben ja noch nichts. Auch ein Steam Sale bringt nichts, wenn wir nicht wenigstens ein bisschen Geld haben. Deswegen gucken wir mal. Das war schon mal nicht so toll. So ein Little Brimstone, das wär's. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir auf das Big Picture schauen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir einen Super-Endboss schaffen? Und dann meine ich halt Hasch, Delirium. Na, geh doch rein, bitte. Ich glaube, das könnte Little Steven droppen. Ich komme, wollte gerade sagen, ich komme da nicht hinterher. Ach, na komm schon. Jetzt für den Anfang auf jeden Fall noch ziemlich gut hier. Also es, wir machen schon Damage, ne? Es ist jetzt nicht so, als ob ich hier schwach wäre. Aber es reicht halt auch noch nicht für alles. Homing Tears. Psychic Friend. Dead Cat. Ist nicht so gut. Also lassen wir es. Könntest du es umbringen? Ja. Okay. Na gut, dann eben Lockdown. Von mir aus. Sticky Bombs. Schön wieder Zeit fressen. Das liebe ich ja. Aber wir sind gut in der Zeit. Wir sind schon gut in der Zeit. Kann man nicht anders sagen. Mit diesem Trinket, was wir haben, wenn wir das Ganze geschützt bekommen, ist das halt auch ziemlich gut, denn so können wir potenziell Nachschlag liefern, wenn wir denn dann früher oder später was vom Devil Deal bekommen.
Homing sei Dank. Finden auch recht schön gerade Schlüssel und sowas. Macht's natürlich leichter. Na komm, bring ihn um. Na los, komm. Na gut. Sieht ganz ordentlich aus. Würde ich gar nicht anders behaupten. Ich kann ja nicht immer nur über das Schlechte reden, was Isaac mir gibt, ne? Ich meine, ich kann schon, aber ich tue es jetzt gerade nicht. Hier gehen wir einmal schnell durch mit einer schnellen Suche nach einem Pilz. Und wenn wir keinen bekommen, ist halt auch nicht schlimm. So. Batterie? Keine Batterie. Das könnten wir überlegen, aber ich glaube, ich muss auch nichts doppeln. Mir würde nicht einfallen, was. Alles wäre gut. So ist es. Na los, schnell. Okay. Komm, mach hin. Ich hab's eilig. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Buchstäblich nicht, denn ich habe mir eine Pizza bestellt. Hallo? Gut, damit hätten wir auf jeden Fall genug Geld, falls diese Batterie mal irgendwann auftaucht. Bumbo könnte mir das allerdings alles wegholen. Habe ich es noch, meinen Devil Deal zu verkacken? Fast. Ich habe wirklich alles dran gelegt. Red Hearts. Helpful Tips. A piece of paper is your guide. Das stimmt. The Fool. Zweimal sogar. Ace of Clubs. Okay. Naja. Ne. Ich bräuchte schnellstmöglich. Ja, klar. Was sonst? Natürlich. Es muss ja Curse of the Blind sein. What else? Super. Amnesia. Nicht gut. Nicht gut. Hilfreich. Gewissermaßen hoffe ich natürlich jetzt, dass wir keinen Devil Deal kriegen. Also nicht vergessen, wir brauchen Item Room und Shop. What the hell ist denn hier los? Ace. Oh, da ist direkt beides nebeneinander. Cool. Okay. Also egal, was im Shop ist, ich muss es leider mitnehmen. Denn es könnte eine Batterie sein. Okay, das glaube ich droppt mir einen Trinket. Okay, ist okay. Wenn wir... Ja, wir haben natürlich noch einen Shop mehr, wenn wir es dann runterschaffen zu Delirium. Ach Quatsch, zu Hush. Hier ist es unglaublich schwierig, die Bomben mit Tränen zu zielen beim Schießen. Wie ihr euch vorstellen könnt. Denn ich schieße ja nicht von meinem Pivot-Point aus.
Nee. So, hier auf Nummer sicher gehen. Genau. Ich komme nicht weg. Wow. Natürlich. Und Zapper. Na egal, dann nehme ich halt einfach alles mit. Monster Manual. Was haben wir hier? Sister Maggie. My Shadow. Ja, ich habe... Was habe ich für Wahl? Ne? Es hätte ja auch was Gutes sein können. Wobei, man kann natürlich nach... Ach, shit. Ein XL-Floor. Das ist wieder ein Ding weniger. Ein Shop. Das ist natürlich nicht gut. Aber hilft nichts. Unglaublich, wie wichtig diese Shops hier sind. Wir haben auch leider noch keine Reroll-Maschine gefunden. Naja, schauen wir einfach mal. Wir haben auf jeden Fall Bomben, mit denen wir uns noch verteidigen können. Lass mich raten. Er explodiert gleich so, dass ich... Okay, dann habe ich nichts gesagt. Wow, wo ist mein Damage? BFF wäre natürlich auch super hilfreich, ne? Aber wir werden wahrscheinlich nicht mehr beides finden können. Beides sind Shop-Items, wir haben noch nicht eins davon gefunden. Immerhin. Ja, es kann sein. Also es kommt halt alles drauf an, ne? Wenn ich jetzt gleich natürlich schnellstmöglich den Shop finde und dann den Boss und den letzten verbleibenden Item tun, dann ist alles in Ordnung. Wenn ich jetzt ewig lang rumlaufen muss, ist das schlecht, weil ich kann meine Pandoras Box ja auch nur in einem Kampf gleich verwenden. Danach würde sie ja wieder Aufladungen benötigen. Also klugerweise sollte ich das wahrscheinlich sogar so machen, dass ich da jetzt hochgehe, den ersten Boss besiege und dann abhaue. Dann kriege ich wenigstens noch die Aufladungen fertig, wisst ihr? Dann kann ich beim Momfight auch nochmal die Box verwenden. Zehn Bomben haben wir. Und noch theoretisch 5 Minuten Zeit. Okay. Schon mal gut. Shop und Item Room verbleiben. Hier ist nichts außerdem. Ich wünschte, diese Dinger würden über den kompletten Floor bleiben von My Shadow. Zieht. Nope, keine Zeit. Chancen sind hoch, dass ich da gleich wieder reinlaufe und vergessen habe, dass ich schon drinne war. Ja, auch noch. Wer kommt denn hier noch alles?
Keiner mehr. Besser für euch. Vier Minuten verbleiben. Ach komm, tu mir das jetzt aber nicht an, ja? Och. Okay. Gut, schnell noch zum Shop und dann schnellstmöglich zum Kampf. Ich muss ja innerhalb von 30 Minuten nur Mom's Heart geschafft haben. Hä? Wo ist der Shop? Da oben. Sonst komme ich ja nur zum Boss Rush und den haben wir ja schon. Aber kann ja auch nicht schaden. Wenn ich die Fool-Karte noch finde, weil ich nicht weiß, ob ich sie schon eingesammelt habe oder nicht, würde ich nach dem Item gucken. Dann wieder abhauen. Es läuft gerade so fantastisch gut hier, dass ich wieder komplett am Ende erst alles finde. Naja, nicht alles. Und dann passieren solche blöden Fehler. Kann doch nicht wahr sein. Und pass auf, da ist nachher noch nur Greed drin. Könnte ich wetten. Es ist jetzt nicht ganz so wild, ne? Gebe ich auch zu. Aber trotzdem, ein Item mehr oder weniger kann einen großen Unterschied machen. Das gibt's doch gar nicht. Cool, cool, cool. Jetzt habe ich noch 2 Minuten für den Kampf und den Rückweg. Okay, da ist immer eine Batterie. Twice in a row. Ja. Oh, ich habe nicht aufgepasst jetzt. Das ist schon gut. Das ist schon besser als keine Batterie. So, und jetzt beeilen wir uns. Sollte ich natürlich den Fool ohnehin nicht finden, ist es eh egal. Weil ich werde den Kampf ja nicht deswegen dann versuchen. Egal, dann gucke ich gar nicht erst nach. Zum Rauslaufen? Okay, never mind. Da haben wir ihn ja. Ich brauche ja ewig bis dahin. Ewig, sage ich euch. Ihr seht selbst, ne? Mein Damage ist nicht hoch. Ja, gut. Was mache ich hier? Ah, ich muss, glaube ich, das Baby da unten mitnehmen. Okay. Jetzt wäre BFF super hilfreich. Es hat sich definitiv gelohnt, nachzuschauen. Wir haben auch Geld für einen weiteren Besuch. War da eigentlich ein Devil Deal gerade? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Es könnte sein, dass da ein Devil Deal war, den ich einfach habe gehen lassen. Naja, aber egal. Ein bisschen mehr Tears Up. Das wäre übrigens auch sehr wertvoll.
Aber da werden wir nicht mehr allzu viel von bekommen. Ich wäre fast oben in diese Kacke gelaufen. Buchstäblich, meine ich. Okay, das heißt, ich darf aber vermutlich beim Mom's Hard Fight nicht meine Box verwenden. Sonst habe ich sie nämlich definitiv nicht bei Delirium, außer natürlich, ich finde noch eine Batterie dann im Shop. Aber das Risiko bin ich nicht bereit einzugehen. Dann versuche ich es lieber auf die altbekannte Art. Mit Glück! Ja, warum nicht? Wie gesagt, Tears Up wäre super. Wir brauchen für unten 4, 5, 6, 7 Schlüssel Minimum. Bomben sind nicht so wichtig. Weil wenn ich sie kriege, nehme ich sie mit. Aber wir haben 4 Goldkisten da, 2 Item Rooms und einen Shop. Und in den Goldkisten kann ja, können ja kleinere Kisten sein. Kleinere Goldkisten unter anderem. Je, oh je, oh je. Das war aber sehr knapp. Lasst euch hier nicht täuschen. Ja, mein Bild ist jetzt gerade nicht schwach, gebe ich zu. Aber ob ich nun Rooms schnell clearen kann oder ob die bereit sind, es mit Bossen aufzunehmen, das ist ein himmelweiter Unterschied. Okay, was ist denn da gerade explodiert? Wow. Little Brimstone hilft aber schon gut. Einfach durch die Range. Haben noch 8 Minuten und nicht mehr allzu viele Ebenen vor uns. Schauen wir mal. Hier, guck mal, du und ich, wir sind doch beide so Family Mans, ne? Die so auf Begleiter stehen. Warum greifen wir uns an? Lucky there's a Family Man. Das ist ein Cube of Meat. Nee, Quatsch, das ist das Flug-Item. Was ich super gerne mitnehmen würde, aber... kann ich nicht. Flug und Speed Up. Für 2? Ja. Flug ist schon nicht verkehrt. Brauche ich doch das Pony nicht. Obwohl es echt gut ist. Curse of the Lost. Nicht gut, aber gibt Schlimmeres. Wir müssen ja nur schnell jetzt den Bossroom finden. Das ist alles. Mehr verlange ich nicht. Ja, es wäre noch gut, wenn wir den Boss schnell schaffen würden. Wenn ich komplett ehrlich bin, bräuchten wir tatsächlich aber wirklich BFF oder das Batterie-Item. Ist ja super wenig Damage gerade. Also so wenig ist, hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Echt schade, dass wir am Anfang nicht genug Geld hatten für diese Buddy-in-a-Box-Geschichte. Ah, perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß nicht, von was ich habe. Dreimal. Viermal Full Hard Damage. Cool. Keine Ahnung. Kompletten Hirnaussetzer gehabt gerade scheinbar. 4 Full Life. 4 Full Heart. Mhm. Ne, ich habe Zeit. Lass dir Zeit.
mehr als genug Zeit hier. Ah ja, toll. Das habe ich jetzt gefunden. Ist ja was Lustiges, dass ich das gefunden habe. Obwohl, doch, dann habe ich zwei Aufladen. Komm nicht weg. Nope. Nicht mehr weggekommen. Schade. Aber da hätte mir auch jetzt irgendwie Buddy in der Box oder so nicht geholfen. Das war der eine Raum, wo ich viermal Damage bekommen habe. Passiert. Muss auch solche Runs geben. Ja, ich muss sagen, ich finde Moms Heart mit diesen beiden Augen am Anfang unglaublich schwer mit, wie heißt sie hier? Den haben wir gespielt. Lilith. Ich finde das unglaublich schwer, weil du quasi da hinlaufen musst. Ja, ihr wisst es selber. Ist egal, ich will mich hier gar nicht rechtfertigen. Leute, ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.